Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute aus dem wunderschönen Zillertal. Geparkt habe ich in Finkenberg und für mich geht es auf den Penken rauf. Es sind 2000 irgendwas Höhenmeter, also der Berg selber. Für mich sind es, keine Ahnung, ein paar hundert Höhenmeter. Ihr werdet das sicherlich jetzt schon wissen, ich weiß es noch nicht. Wenn ihr sehen wollt, ob ich durchkomme, bleibt dabei, ich nehme euch mit. Mal die Anstiege in Relation zum Vergleich. Also das Radfahren verboten ist in die Richtung. Wir fahren da lang. Sagt auch das Schild. Verfahren kann man sich hier wirklich nicht, weil es ist wirklich jede Ecke gut ausgeschildert. Ich brauche nicht einmal ein Navigationssystem. Ich meine, klar, ich habe Komoot schon vorprogrammiert. Sollte ich mal die Höhenmeter wissen wollen, sind die abrufbar, aber auch und durch nicht. Merkt euch das Auto, also das kleine Futzli-Putzli da. Da müssen wir rauf. Nur mal zum Vergleich, kleines Auto, großer Berg. Das sind einige Höhenmeter. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Das wird schon, das wird cool. Das wird bestimmt cool. Die Aussicht ist top. Ich habe nochmal nachgeschaut. Vergisst, was ich gesagt habe. Das ist nicht unser Ziel, das ist nur eine Zwischenstation. Das wird cool. Das wird richtig cool. Ich rede mir das einfach ein. Das wird cool. Auto! Das ist übrigens nicht mein Safety-Team. Hier ist Autofahren verboten. Aber die Berechtigten fahren hier. Und die Straße ist so eng, da muss ich jedes Mal ins Gebüsch hüpfen, dass die an mir vorbeikommen. Und wenn so ein Koloss an mir vorbeikommt, der hat natürlich noch weniger Platz. Ich weiß nicht, ob auf meiner Kamera das eingefangen wurde. Vorhin waren ganz unten zwei Jogger. Hey, die sind so schnell bergauf gelaufen. Die haben mich auf dem Fahrrad überholt. Das habe ich definitiv nicht auf der Kamera. Aber irgendwann mal hatte ich sie überholt gehabt und da waren sie mal hinter mir. Und die sind jetzt tatsächlich durch die Steige raufgelaufen und sind mir vorhin entgegengekommen. Hey, das sind Maschinen. Abartig. Also wirklich unglaublich beeindruckend. Also behaupte ja nie, dass ich viel Muskeln habe oder kraftvoll bin oder sonst noch irgendwas. Ich bin fleißig, ja, ich habe Durchhaltevermögen, ja, aber ich bin jetzt nicht die Schnellste am Berg. Aber das sind Maschinen, Wahnsinn. Zum ersten Mal bin ich richtig dankbar für den Wind. Also ich habe die Temperaturen heute völlig falsch eingeschätzt. Im Zillertal ist es ja gefühlt viel, viel wärmer als bei uns in Außerfern. Und ich habe jetzt Merino und Merino und Merino an und es ist viel zu warm. Die Sonne scheint, da unten war es windstill. Hier kommt wenigstens mal eine Brise. Bin klitschnass geschwitzt.
Also, jetzt kann der Wind mich ruhig abkühlen. Schaut euch das an, wie cool das ist. Ich weiß, gegen die Sonne zu filmen ist jetzt nicht die klügste Idee, aber ich bin jetzt hier gerade bei der Seilbahnstation, die wir von unten gesehen haben, wo ich gesagt habe, nee, das ist nicht mein Ziel, wir müssen weiter. Das ist jetzt zumindest einmal ein cooler Aussichtspunkt. Und wir fahren da jetzt weiter, danach. Und ich weiß nicht, ob ich die Aussicht nochmal sehe, deswegen filme ich sie jetzt gegen die Sonne, als dass ich sie später gar nicht mehr habe. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste da Meierhofen liegen. Ich bin schon, wer mein Höllentrip-Video gesehen hat, wie hieß denn der Stausee? Ah, Schande über mich vergessen. Der erinnert sich sicherlich an die Maisfelder. Ich hatte heute leichte Flashbacks und Schockstarre, als ich an den Maisfeldern wieder vorbeigefahren bin. Mit dem Auto. Ich habe sie bloß aus dem Auto gesehen und hatte schon einen kleinen Hass auf die. Also, so viel Zeit kann gar nicht vergehen, dass ich sie so schnell vergesse. Das ist der Granatsee mit der Granatkapelle. Vorhin bin ich da drüben gestanden. Und es tut mir leid, aber es ist so windig, man versteht nichts, was ich sage. Weil wir haben da auf den Still am Stausee geguckt, wo ich beim letzten Mal war, wo es noch Flashbacks gibt von den Maisgolden. So, jetzt machen wir was ganz Beklopptes. Wir fahren jetzt den ganzen Berg runter. Also von hier wieder runter und danach bis zu der Hütte da oben vielleicht. Ist das eine gute Idee? Nein. Hartigati ist das abartig steil. Also da oben befindet sich jetzt der Fahrweg. Und hier geht's, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent runter. Das ist ja Wahnsinn. Zum Glück sieht man da durchs Netz, gibt es ja noch eine andere Straße, weil ich muss ja wieder auf die andere Seite. Wenn wir jetzt da nah fahren, dann muss ich da wieder runter und dann halt da um mich. Puh. Warum will ich darauf? Weil da eine coole Schaukel steht. Ist es das wert? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Thank you.
wollte ursprünglich den Weg rauffahren. Hartigati. Der ist ja abartig. Ich meine, das wäre ein typischer Maya-Weg. So, ich habe jetzt nur noch 3 Kilometer oder 3,5 Kilometer bis nach oben mit 300 Höhenmeter knapp. Aber ich wollte eigentlich oben am Berg eine Pause machen und was essen, weil ich habe Hunger. Konnte ich aber nicht, weil mich der Wind da total runtergekühlt hat und der war viel zu stark zum Genießen. Jetzt habe ich hier einen räudigen Platz gefunden, weil ich habe jetzt überall geguckt, ob hier Bänke stehen, aber dadurch, dass es ein Skigebiet ist, werden sich hier nicht so viele Bänke aufstellen, weil beim Skifahren sitzt man halt nicht so gerne. Also hocke ich mich jetzt wie so ein Penner auf dem Boden und genieße meine Semmel. Frisch gestärkt bin ich froh, dass ich Rückenwind habe, weil der Wind ist so brutal, ich möchte den nicht als Gegenwind haben. Wow, hinter jeder Ecke schön. Also wenn das 14% sind, dann bin ich eine Ballerina. Ich weiß, auf der Kamera sieht man das jetzt nicht, aber den unteren Weg bin ich immer zwischen 12 und 14% gefahren, gar kein Problem. Hier, ich stirb, 1000 Tode. Also das sind weitaus mehr als 14%. Da können die bei Komoot reinschreiben, was sie wollen. Das glaube ich nicht. Jetzt habe ich auch noch Gegenwind. Ja, absolut, 14%. Ich stirb gerade. Warum hatte ich nochmal diese grandiose Idee? Wenn die Schaukel nichts ist, ne? Das ist ja noch nicht das Ende. Ich muss ja noch wieder runter, den anderen Berg rauf, um dann wieder runterzufahren, weil ich habe ja in Finkenberg gepackt. Ich realisiere gerade. Der Weg macht mich fertig. Der Wind macht mich fertig. Der Weg macht mich fertig. Aber wir haben nur noch 4 Höhenmeter. Da bin ich aber gespannt. Nach 23 Kilometern und 1700 Höhenmetern sind wir endlich da. Sehr sexy Baustelle. Aber das ist das Objekt meiner Begierde gewesen. Wobei die Aussicht ja ein Träumchen ist. Der Wind macht es hier sehr unattraktiv, lange zu bleiben. Somit habe ich ein bisschen Zucker aufgefüllt und habe meine Route neu geplant, weil ich bin ja drüben am Berg gewesen und habe mein Auto hinterm Berg geparkt. Das heißt, der jetzige Plan schaut jetzt so aus. Wir fahren jetzt den Weg komplett wieder runter bis dorthin. Da geht es noch ein bisschen tiefer und auf der Kamera kann man das jetzt schlecht erkennen, aber da, wo das Waldstück ausgeschlagen ist, da gibt es einen Weg. Und der führt dann da bis zur Seilbahnstation. Wenn ich mich nicht täusche, ist es die Stelle, wo ich gesagt habe, gegen Sonne filmt man nicht. Ich hoffe, das ist die Stelle. Laut Kalkulation habe ich dann nur noch 200 Höhenmeter. Ich meine, der Weg schaut jetzt
brutal steil aus, aber der hier, der war gefühlt noch steiler. Dafür so kurz und knackig. Die Alternative wäre, den gesamten Weg hier runterzufahren, komplett bis da hinterm Berg, da wieder raufzufahren und den oberen Weg zu folgen. Das ist dreimal so lang und hat im Endeffekt die gleichen Höhenmeter. Also wir kommen ja am gleichen Punkt raus, also ändert sich da nichts. Also ich habe jetzt auch schon alle Schichten an, weil der Wind ist echt kalt. Und mache mich jetzt mal auf dem Rückweg. Schauen wir mal, wann ich das nächste Mal sterbe. Laut Komoot soll dieser Weg maximal 12% haben. Das glaube ich nie. Nie und nimmer. Ich meine, der Vorteil ist, der Weg ist bloß 1,5 Kilometer lang, beziehungsweise die Steigung ist bloß 1,5 Kilometer lang. Das heißt, wenn es gar nicht geht, schiebe ich es wieder durch. Aber das sind niemals 12%. Das sind mindestens, keine Ahnung, 18, 19, 20%. Das geht ja senkrecht hoch. Bin gespannt, ob ich überhaupt mein Bike schieben kann, geschweige denn fahren. Also ich bezweifle, dass ich fahren kann. Melde, die Steigung geht. Harte Gatte ist das steil. Muss ich mich jetzt erstmal entbellen, weil das wird heiß. Motivationszuckerle. Oh, ich habe mir noch mein Powerriegel dabei. Vollkommen vergessen. Ein Rückblick lohnt sich immer. Da oben waren wir. Beziehungsweise da irgendwo dazwischen, weil die hatte ich dann direkt gesehen. Und ursprünglich sind wir von da oben gekommen. Ein regelrechtes Auf und Ab heute mit mir. Immer gut, die Motivation hält noch. Trotz der Anstrengung, trotz des Weges. Es geht noch. Ich habe noch Motivation, ich habe Lust, ich habe Power, das geht. Hoffentlich kann ich den jetzt noch fahren. Habe ein bisschen Angst. Das Stück sah jetzt von außen schlimmer aus, als es wirklich ist. Es gibt Stirbpassagen und es gibt Fahrpassagen. An den Stirbpassagen kommt so keinen Meter weit. Aber dann gibt es so Passagen wie jetzt. Und dann kann man schön fahren. Langsam, aber gemächlich. 100 von 220 Höhenmetern bin ich jetzt geradelt. Jetzt stehe ich hier wieder an einer Stirbpassage. Schaut euch jetzt mal den Vergleich. Die Steigungen. Puh. 12%, maximal 14%. Das wäre mir zum Runterfahren zu steil. Nur so zur Relation. Solange die Aussicht stimmt, ist mir kein Weg zu schwer. Jetzt nur noch das Stück und dann sollten wir dann schon bei der Abfahrt sein, hoffe ich. Also entweder wird es gleich nochmal richtig, richtig, richtig steil oder die Höhenangabe passt bei Komoot auch nicht. Weil wir haben jetzt 140 Höhenmeter gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf den letzten 500 Metern gleich nur 60 Höhenmeter kommen. Oder ich täusche mich. Ich mag das nicht, wenn ich immer recht behalte. Das ist nicht gut, wenn ich immer recht behalte. Schaut euch das an. Habe ich nicht gesagt, das wird noch knackig? Tada! Ich glaube, anhand der Schneekanonen kann man jetzt die Steigung sehen. Das kann man jetzt nicht mehr übersehen. Winterklamotten wieder an, es ist wieder windig. Und wir fahren runter. Yay!
Ich kann mich an dem Panorama einfach nicht satt sehen. Wahnsinn! So schön mit dem Herbst. Ihr seht, ich bin wieder zurück in der Zivilisation und man hört es auch am Autokrach. Ich habe es leider verpasst, mich von euch schon früher zu verabschieden, als ich noch in der ruhigen Natur gewesen bin. Sorry. Das war für mich ein wunderschöner Tag in den Bergen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich wie immer über ein Like sehr freuen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns wieder in den Bergen. Ciao!